Und damit herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ich habe Scheiße gemacht, Leute. Ich habe einfach Scheiße gemacht. Und zwar, ich habe mich ausgeloggt. Ich habe mich ausgeloggt und es war noch keine 4 Uhr. Und, ja. Lol. Ja. Damit herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Och, Mann, ey. Ich habe mich ausgeloggt nach der letzten Folge, nachdem ich. Na, sagt schnell, nachdem ich den Airdrop geholt habe. Ja. Das passiert, denn wenn man sich ausloggt und man einfach doof ist, ne? Ja, was soll ich euch sagen? Und ich weiß auch gar nicht jetzt tatsächlich, wo ich hier runterkomme. Hier irgendwo, ne? Hier. Oh Mann, ey, das kann auch. Oh Gott, ey, Doofheit tut halt wirklich weh, ne? Doofheit tut halt wirklich weh. Oh Gott, ob wir jetzt noch die, ob wir jetzt noch die Sachen wieder bekommen, ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, ey. Ich habe gerade neu gestartet, also neu hier gestartet und dachte mir, ach du Scheiße, ich habe mich ja, es war noch nicht mal 4, wo ich mich ausgeloggt habe. Nein, ich bin so doof, ja. Und das Spiel hat gerade neu gestartet und dann habe ich euch dazu geholt, weil ich schon wusste, was gleich passieren wird. Ach, Kacke, ey. Ja, aber hey, kann passieren. Sollte vielleicht nicht passieren. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich 7 Days spiele und eigentlich weiß ich das auch, aber ja. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort, ne? Oder wie sagt man? Oh, Gottes Willen. Also es hört sich auf jeden Fall an wie Kampfmusik. Also, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist ja auch gleich 4 Uhr. Ganz minimales bisschen dauert das noch, so eine Ingame-Stunde. Aber ja. Oh, guck mal, jetzt zeigt er auch das Fahrrad an. Cool, hat er jetzt erkannt, dass das meins ist, ja? Sehr nice. Ja, was wir heute machen, ich weiß es nicht. Irgendwie mache ich auch im Moment nur Kacke. Aber ist egal. Ist egal. Muss es auch nicht immer alles so ernst nehmen, finde ich. Ne? Also man sollte sich einfach auch immer nicht ernst, so ernst nehmen. Man sollte auch einfach das Leben nicht immer so ernst nehmen. Ja. Das ist hier aber auch echt ein bisschen laut schon wieder alles. Ich drehe auch irgendwie immer in die falsche Richtung. Gut. So. Fahrradchen. Jetzt zeigt er das wieder nicht an, okay? Alter. Mann, ist das immer laut. Mal laut, mal leise. So. Er hat mir doch gerade auf der Map dieses Fahrrad angezeigt, oder? Habe ich das im Inventar? Nö. So, da sehe ich Sachen, die ich anziehen wollte. Nö. Das ist sogar besser, okay. Tickchen lauter kann es aber trotzdem ruhig. So, wo haben wir denn unser Fahrrad abgestellt? Da hat es mir doch eigentlich. Hatte er es mir doch angezeigt, oder? Ich sehe auch einfach mal gar nichts, ne? Hier. So, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Oh, wir können nämlich auch zurück zum Händler. Aber der hat ja noch nicht auf. So. Ja. Also, ne? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich spiele es ja tatsächlich nicht das erste Mal, aber okay. Es ist nur noch eine halbe Stunde. Ich glaube auch nicht, dass jetzt noch Zombies kommen. Kann man. Ich habe gar nichts gesagt, okay?
Leute, 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 Leute. Echt jetzt? Maga, wo kommt ihr denn alle her? Hallo? Oh oh, oh oh. Warum bin ich auch überhaupt in der Ducke? Kannst du bitte... Hallo? Oh, Mama Mia. Jo. Oh Gottes Willen. Alter, was wird denn das jetzt für eine Folge? Das ist ja peinlich. Ach du Scheiße. Oh, Kacke, ey. Ja, aber ich hab echt selber Schuld. Ne? Was locke ich mich denn auch mitten in der Hordennacht aus? Was locke ich mich denn auch einfach aus, Mann? Das waren auch nicht mal vier. Oh. Fuck, ey. Kann ich eigentlich einfach hier stehen bleiben? Ist wahrscheinlich egal, sie kommen trotzdem, ne? Ich warte einfach mal ab. Ich habe sie ja auch auf Albtraum gestellt. Oh, meine Güte. Mann, 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 Mann. So, auf ein neues. Auf ein neues. Ach, Gottes Willen. Oh Mann, ey. Aber ich werde wahrscheinlich auch nicht die Einzige sein, der das passiert, oder? Ist doch euch bestimmt auch schon mal passiert. Ach Gott, ey. Die machen aber auch so unnormal viel Schaden einfach, ne? Oh, ist das hier nicht unser Hordenturm? So, wisst ihr was? Ich verpiesel mich jetzt. Ich kann mich ja gar nicht darauf verpieseln. Ich komme ja gar nicht hoch. Ach, leck mich doch am Moas. Mann, ey. Wie kacke. Ich komme da ja nicht mal hoch. Nö. Von innen ja auch nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Tja. Das ist halt Doofheit, ne? Das ist halt so eigentlich Doofheit. Aber es sind nur noch 5 Minuten. Und in der Zeit sollten die jetzt eigentlich nicht mehr kommen. Und wenn, sollten sie halt nicht mehr so scheiße sein. Joa. Boah, gab es noch ein bisschen Action Anfang? Ja, sehr schön. So, auf einen gemütlichen Morgen. Ja, der Himmel darf wieder schön werden. Sehr gut. Danke. So. Ich habe immer noch Kampfmusik, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwo habe ich auch schon wieder mein Fahrrad verbuselt. So. Das müsste ja irgendwo hier sein, ne? Jo, moin. Wo denn? Ach da, Krümelchen. Moin. Ist noch übergeblieben von der Hordennacht. Wo ist denn mein Fahrrad jetzt? Hier. Kannst du einsammeln? Ja, besser ist. Ich wollte hier reingucken und in der Hoffnung nicht verbrennen. So. Dann können wir uns ja hier mal umschauen, ob es hier irgendwas Schönes gibt. Toilettenpapier, oh geil. So, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, habt ihr die Hordennacht verschlafen? Sehr schön. So, hier ist auf jeden Fall Holz. Den können wir nicht looten. Können wir den looten? Ja, sehr gut. Den können wir looten. Sehr schön. So, hier noch ein bisschen. Und Medizin. Ja. Joa. Ich kann mal reingucken, ob hier irgendwie... Also irgendwie ist hier auch alles ein bisschen scheiße geordnet bei mir. Aber ist ja geordnet wegen der Hordennacht gewesen. Honig, ja, sehr gut. Krümelchen. Krümelchen. So. Zack. So. Was hier Schönes drin? Da guckt Krümelchen raus. Kleiner Spatz. Okay, er haut mich da durch. Cool. Cool. Kannst du da durchschlagen, ja? So, das alte Wrack hier können wir auch noch mal. So.
Das haben wir hier alles, ne? Das haben wir hier alles. Hier nochmal gucken, was hier so Schönes ist. So. Zack, haben wir Skillpunkte? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ein, ja. Okay. Warte mal. Muss doch hier Intelligenz. Brauchen wir 2 Punkte. Okay, muss auf Stufe 7. Den können wir auch noch looten. Den habe ich übersehen. So. Zack. Ach so, ja, ich bin ja jetzt wieder überladen. So, komm her. Du hast es aber eilig, zu mir zu kommen, ne? Du hast es aber eilig. Ich lauf dir aber nicht weg, ne? Ich lauf dir schon nicht weg. So. Dann können wir ja mal das Fahrrad hier aufstellen. Vorm Händler. So, und dann können wir hier mal unsere ganzen... das hier rein tun. Ja, die können wir auch nicht mehr benutzen. So, was kann denn hier noch rein? Und zwar... die da kann da rein. Das kann man wieder nach unten. Die kann da rein. Kann auch ins Dings. Meine Schaufel kommt nach unten. Das kann wieder weg. Warte mal, aber die nehmen wir dann hier mal mit. So. Ich habe hier so einen leichten Überblick irgendwie verloren, was hier alles... alles ist und was nicht. So irgendwie. So, so. Jo, irgendwie so, ne? Einmal ein bisschen sortieren. So. Und dann gehen wir mal zum kleinen Mann verkaufen. Hat er eigentlich durchgehend geöffnet? Oder macht er schon um 4 auf? Ich weiß es nicht. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall schmeißt er uns nicht raus. So, eine Eisenspitzhacke Stufe 3. Dann nehmen wir die mal. Und dann können wir die auch gleich wieder verkaufen. So. Ich habe einen Fähigkeitspunkt. Sehr gut. Guck mal, was kannst du denn noch haben? Guck mal, das hier kannst du alles haben. Das kannst du haben. Ich kenne alle Feuerpfeile kannst du haben. Das willst du ja nicht. Das kannst du haben. Haben wir auch zu Hause. Das hier, das hier, das da, das da, das da, das da. Das da, das da, das da, das da. Okay, das willst du schon wieder nicht. Sehr gut. Sehr gut. Sonst bleibt eigentlich alles bei mir. So. Du hast an Tag 10. 18. Am Stahlschaufel ist schon besser, ne? Aber so viel Money haben wir ja auch nicht. Und sonst hatte er auch nicht wirklich was, ne? Okay, so, pass auf. Was hast du denn für Aufgaben für uns? Stromzufuhr in der Nacht. Ja, das müssen wir mal in der Nacht machen. So. Hatten wir das schon, Business 2? Nö. Ist ja auch eine Zweierquest. Ach, Handelsroute öffnen. Stimmt. Das hatten wir auch noch. So. Fahren nach Hause, entleeren uns mal kurz. Und dann gucken wir mal, was die neue Handelsroute... Was ist denn jetzt hier los, ey? Schauen wir mal, was die neue Handelsroute sagt. So, ab nach Hause. Das war eine spektakuläre, anstrengende Nacht für die kleine Maus hier. Ui. Huch. Ja, mir geht's gut. So, irgendwo hier ist doch unser Zuhause, oder? Hallo? Hallo? Zuhause? Leuchte grün. Ich fahre hier schon wieder falsch. Oh, ich muss mir da mal einen Weg durchmachen, glaube ich. So, hier geht's lang. Hier passen wir auch durch. Zuhause? Da. Da ist das Zuhause. Waren wir hier eigentlich schon drin? In dieser Gruft? Nee, ne? Nö. Da können wir auch mal reingehen. Aber erstmal wird das hier schön. Wir müssen uns erstmal entleeren. So, pass auf. Zack.
Alles mitnehmen. So. So, pass auf. Munition. So. Das ist Munition. Das ist Munition. Das und das ist auch Munition. Werkzeuge. Das da, das da. Falsch. Waffen. Das da, das da. Das da. Hier unsere Pistole eigentlich. Da. Dafür haben wir ja noch keine Reparatur-Kits. So. Kleidung. Wir kriegen Besuch. Wunderschön. Haben wir Papier? Nein. Haben wir Elektrik oder Mechanik? Nö. Kann eigentlich auch nicht so viel tatsächlich sein, würde ich mal sagen. Weil wir ja gar nicht so viel eingesammelt haben. So, und du hörst bitte auf, mein Zuhause zu zerdeppern, ja? Danke. Sehr nett von dir, Schwabbelpeter. So, Gammelbrot. Könnte eigentlich auch Gammelfleisch rein, ne? Ist ja eh Gammelbrot. So. Motoren und Batterien. Da ist noch ein bisschen Munition. Das bleibt ja auf jeden Fall bei mir. Das bleibt auch mal bei mir. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das hier auch. Dafür müssen wir nochmal irgendwie eine Waffe finden. Dafür haben wir noch keine. So, das ist alles eigentlich für oben. Das ist eigentlich Essen, Trinken, Samen und so. Das kann eigentlich auch mal raus. Ja, sonst, ich bin ja eigentlich, das bleibt auch bei mir. So, dann das hier hin. Davon haben wir eigentlich genug mit. So, dann kommt das ja alles nach oben. Und ich hoffe, du despawnst gleich. Du siehst nämlich nicht so schön aus in meinem Ding. Und er hat schon das Treppengeländer kaputt gemacht, Blödmann. So. Zack. Aber das kann er auch rein. Das, 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 das. Das können wir nämlich auch einschmelzen. Und das da. So, ein bisschen sortieren. So. Egal, einmal alles erstmal rein da. Das kann weg. So. Und zack. So. Auch vergammelt. Die Knochen kann auch erstmal raus. Und das. Hallo, du sollst die Kiste öffnen. So, das sind. Ja, wer weiß, wozu das gut ist. So, pass auf. Sortieren. So, ein bisschen Essen und Trinken sollten wir aber mitnehmen. Hiervon mal ein bisschen was. So. So. Also mit Wasser können wir uns echt totschmeißen, ne? Oh, bevor der vergammelt. So. Achso, ja, da sind die Sachen drin. Alles klärchen. So, dann. Was wollte ich jetzt machen? Handelsroute. Handelsroute öffnen. Aktivieren und auf der Karte anzeigen. Alles klar. Das ist, glaube ich, im Schneegebiet, ne? Müsste doch im Schneegebiet sein, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, okay, wie wäre es denn halt mal mit Fahren? Schwer, ne? Jo. Das kann ich verstehen. Das finde ich auch schwer. So, dann haben wir ja den halben Tag auf jeden Fall Zeit, bei der Handelsroute anzukommen. Das sind ja auch nur 2,2 Kilometer. Nur vor allen Dingen. Jo. Mal sehen, was der Händler für uns hat. Vielleicht hat er, habe ich das Geld mitgenommen? Ja. Wie viel haben wir? 1200? Jo, ist das nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, ob ich zu Hause noch... Ach, wartet mal. Wir können erstmal skillen. Und zwar Intelligenz. Achso, nee, ich habe doch keine Fähigkeit. Ah, ich dachte, ich hatte einen Fähigkeitspunkt. Okay, 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 okay. Ich habe gar nichts gesagt. Und wir haben Mistwetter wie hier im hohen Norden bei uns auch. Ist auch Scheißwetter.
Es hagelt, es regnet, es gibt Schneeregen, dann scheint die Sonne wieder, danach ist wieder Regen, alles an einem Tag. Aber man sagt ja, April, April, der macht, was er will. Ja, das unterschreibe ich euch zu 100%. Bei uns hier auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt natürlich ein schöneres Wetter als wir. Ja, aber man kann es ja nicht ändern, ne? Man kann es ja nicht ändern. Ist ja immer Pischwetter. Aber der Sommer kommt. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, das habe ich nicht gesehen, dass da Blei war. Upsi! Und ich habe keine Ausdauer. Natürlich habe ich keine Ausdauer. Wieso soll ich denn auch Ausdauer haben? Das ist ja uncool. Ja, ich bin mal wieder müde. Was ein Zufall. Oh, was ist denn das hier überhaupt für eine Strecke, sag mal? Oh, 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 oh. Oh Gott. Langsam fahren, ne? Immer schön. Zwischendurch mal ein bisschen hüpfen. Alter. Du hast schon ein Mountainbike und bist du blöd, den Berg hochzufahren? Das gibt's auch gar nicht. Vorsichtig. Ey, leck mich doch am Fuß. Lecke mich ja an dem Moas. Dann lauf halt da hoch. Ist mir auch Wurst. Ist mir auch Wurscht. Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie ein Motorrad oder ein Mini-Motorrad oder so kriegen. Das ist ja echt anstrengend, hier mit dem Fahrrad durch die Gegend zu juckeln. Ja, wir müssen noch so viel machen. Es gibt auch andere Werkbänke und so. Ich weiß das alles, aber... Oh, ich weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Aber schön, dass... Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt. Aber es hört sich... Also Schnee so ein bisschen so... Knirscht so ein bisschen. Hört man das ja, ne? Ganz leicht wahrscheinlich. Ich habe das Spiel nämlich ein bisschen runtergedreht, weil sonst platzen euch die Ohren und man hört mich nicht. Hey, wo ist denn der Händler, ey? Okay. Ach, das soll der Berg sein. Okay, alles klar, verstehe. Lauf. Lauf. Knirsch, 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 knirsch. Obwohl, wenn so viel Schnee liegt, freue ich mich auch immer, ne? Aber, oh, das ist ein Eisbär. Aber wenn halt so gar kein... Also, wenn halt so... eklig Schnee ist, finde ich das scheiße. So matschig Schnee, das finde ich nicht geil. Aber wenn halt der Schnee so liegen bleibt und man halt so Schneebahn und so draus bauen kann, das finde ich schon geil. Das ist schon cool. Ah, ich muss die Schaufel auch nochmal reparieren. So. Knirsch, knirsch. Also ich mag Winter, wenn es schneit oder wenn der Schnee halt liegen bleibt. Sonst nicht. Und Sommer... wenn man schön am Strand baden kann. Schön ins offene Meer hüpfen. Das ist schön. Schön mit Hundi planschen gehen. Das ist sehr nice. Das ist noch ein Eisbär. Mit denen möchte ich keine Begegnung machen. Die Lilling. So, komm schon. Meint ihr, ich kann das Stück jetzt wieder fahren? Ja, bestimmt, ne? Warte mal, aber das tausche ich immer. So, zack. So. Ja. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Sag mir nicht, der... Oh, ich wollte gerade sagen, das wäre ja mega geil, wenn er funktionieren würde. Das wäre ja mal der Obershit. Oh, da kommt schon wieder die beknackte Drohne. Well. Ich werde dich töten, ob du das willst oder nicht. Nee, doch nicht? Okay. Hat sie mich noch nicht gesehen? Ist auch nicht so schlimm. Ist auch gar nicht schlimm, wenn sie mich noch nicht gesehen hat. Die kann auch ruhig da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ja, jetzt sind hier die ganzen Mombi-Schmombis. Alles klärchen. Die hat mich echt noch nicht gesehen, die Drohne, ne? Hm. Finde ich aber irgendwie auch cool, dass die hier rumfliegen und einen irgendwie töten wollen. Die tun dir ja nichts, aber schon witzig. Schon ein bisschen lustig. So, wir müssen auf jeden Fall aber als allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen, zusehen, dass wir diesen Kühlschrank bekommen. Und dass wir, wenn wir jetzt hier so ein bisschen rumgewurschtelt haben, dass wir
die Küche aufgebaut kriegen bei uns, dass wir da weitermachen, dass wir dann den Kühlschrank da schön hinstellen können. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und den Rest, ja, schauen wir mal. Auch mit den Werkbänken. Ich glaube, ich habe das doch schon geskillt, oder? Mit verschiedenen Werkbänken. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Muss ich gleich mal gucken. Können wir aber beim Händler gleich gucken. Ach, beim Händler ist man ja eh nicht geschützt, ne? Spezialwerkbänke, genau. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich will nicht sterben. Oh Mann. Oh, was mache ich denn in dieser Folge die ganze Zeit? Hallo? Da. Mann, ey. Hier war doch gerade so ein Beat, oder? War das? Keine Ahnung. Okay, egal. Wo ist denn jetzt schon wieder? Das ist ein bisschen doof, dass er das nicht erkennt, dass es mein Fahrrad ist, ne? Da. Ist ein bisschen blöd, aber macht nichts. So, fahren wir doch mal gemeinsam zum Händler. Sind ja auch gleich da in 100 Metern. Cool, U-Bahn-Station. Oh, cool, eine neue Stadt. Sehr schön. Kommen wir bestimmt über die U-Bahn, also über diese U-Bahn-Unterführung da rein, oder? Bestimmt. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wo ist denn der Händler? Hier. Cool. Sehr nice. So, was hast du denn hier alles Schönes versteckt, kleiner Mann? Ja, sonst zerdeppern die hier wahrscheinlich auch gleich alles, ne? Kommt her. Wo seid ihr denn? Komm her. Komm her, Spazieleinchen. Oh, wo seid ihr denn? Ich bin hier, hallo. Kuckuck. Kuckuck. Sind die denn? Da kommen sie. Ja, bis die da sind, kann ich den ja auch noch mal looten, ne? Bis die da sind. Okay, 3 auf 1 ist aber scheiße, ne? 3 auf 1 ist gemein. Traut ihr euch nicht einzeln zu mir zu kommen? Ach, ihr seid auch echte Würstchen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich da hingehe, dass ich gleich verseucht werde. Wir haben nämlich kein Radivin mit. Was ist das denn? Was ist das denn? Fruchtmix-Smoothie. Aha. Green Smoothie. 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 Okay. Okay. Hatte ich jetzt hier alles? Ne, die kleinen Tüdeldinger hier noch nicht, ne? Ist hier noch irgendwas versteckt? Ist hier noch. Ups. Ist hier hinter was? Wahrscheinlich nicht, ne? Nur Stein? Nur Stein. Nur Stein. Ist das auch echt nur Stein hier? Das sieht irgendwie so anders aus, ne? Ach, das Nitrat noch. Ah, okay, eine kleine Nitratader. Ich habe sie alle geweckt. Ja, moin. Aber wir gehen jetzt erstmal hier zu Trader Joe. Dann habe ich hier doch alles, ne? Jo. So. Guten Tag. Moin. Was hast du denn für uns? Was hast du denn? Ah, eine Chemiestation. Sehr gut. Was ist das hier? Rohre, Antibiotika, Eisenspitzhacke, Generator, Blaubeerkuchen, Schrotflinten, eine Pumpgun. Das wäre natürlich geil. Wir haben aber nicht so viel Geld. Taktisches Sturmgewehr, auch nice. Aber was? Stimmt mit dir denn nicht, hä? Was denn los mit dir? Meine Güte, randalier hier nicht so rum. So, dann nehmen wir hier doch einfach mal eine Quest an und gucken nochmal, dass wir hier die Tür irgendwie aufbekommen. Weiß nur noch nicht so ganz wie.
Vielleicht geht das auch hier gar nicht einfach. Na doch. Na, okay. Macht wohl keinen Sinn, weil hier ist nichts. Okay, cool. Jo, egal. Ja, ihr Lieben. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und werden hier die Quest mal machen. Und ja, schauen, dass wir die Pumpgun kriegen oder das taktische Sturmgewehr. Dafür brauchen wir erstmal Geld. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, adios.